Ja, wir haben kurz nach 7:30. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu diesem Themenabend oder kleinen Online-Vortrag, wenn das Nervensystem verrückt spielt, Überlastung und Trauma im Nervensystem erkennen und behandeln. Dieses Vortragsthema hatte ich letztes Jahr zweimal im Angebot bei Naturheilverein in Kempten und auf den Naturheiltagen in Memmingen. Und da aufgrund der aktuellen Infektionslage alles abgesagt wurde und ich so viele Anfragen bekommen habe, habe ich mich eben entschlossen, einen kleinen Ausschnitt dieser Arbeit online zu präsentieren und freue mich über die rege Teilnahme. Wir haben jetzt fast 30 Teilnehmer hier online. Das ist natürlich richtig spitzig. Da freue ich mich. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, weil ich einige Namen gelesen habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich bekannt bin. Ja, mein Name ist Markus Ruppert. Ich bin Heilpraktiker, seit rund 15 Jahren in eigener Praxis tätig und unterrichte seit fast 20 Jahren Qigong. Habe also mit dem Thema Entspannung und Nervensystem schon sehr, sehr lang zu tun. Und eine ganz persönliche Motivation treibt mich um, seit ja, 5, 6 Jahren sowas, mich mit dem Thema Nervensystem ja, vertieft auseinanderzusetzen. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich eine Lebensphase irgendwann erreicht habe, wo verschiedene Dinge, die mir früher ganz normal und als Standard erschienen, auf einmal nicht mehr funktioniert haben und mein Körper mir das sehr deutlich durch Überlastungssymptome des Nervensystems gezeigt hat. Und das waren Panikattacken, die da in unterschiedlichsten Situationen in mir abgelaufen sind. Und da ich dann von ärztlicher Seite nur eine Abklärung bekommen habe, dass ich keinen Herzinfarkt habe und verschiedene Krankenhausaufenthalte da hinter mir hatte mit Untersuchungen, die allesamt nichts ergeben haben, habe ich mich selber auf den Weg gemacht, nachdem eine klassische Psychotherapie für mich nicht ausreichend Antworten geboten hat. Der Vortrag heute wird in etwa, wenn ich mich nicht verquatsch, 45 Minuten dauern. Und wenn es zu anstrengend sein sollte, dann, wie gesagt, gibt es den Mitschnitt im Nachhinein auch über meine Webseite naturheilpraxis-ruppert.de im Bereich Körperdialoge zum Download oder einfach auf YouTube. Und dort gibt es auch jede Menge andere Übungen zum Thema Nervensystem mit dem Körper kommunizieren. Ja, wenn das Nervensystem verrückt spielt, was heißt denn das überhaupt? Die Nerven selber haben gar nicht so viele Möglichkeiten, eigenständig Probleme zu bereiten. Die Nerven selber können entweder Schmerzen bereiten oder sie können ihre Signale nicht so gut übertragen, was zu Missempfindungen oder Lähmungserscheinungen führen kann. Die allermeisten Reaktionen, die wir im Nervensystem mitkriegen, kriegen wir vor allem über die Organe oder Gewebe mit denen die Nerven verbunden sind. Das kann dann Kribbeln, Juckreiz, eben Missempfindungen in der Haut oder in den Muskeln sein, eine Unruhe, ein Bewegungsdrang, Verspannungen kennt wahrscheinlich jeder, Krampfsituationen oder auf der anderen Seite auch Kraftlosigkeit, generell die Müdigkeit im Körper ist immer wieder ein großes Thema bei Erschöpfung, Überlastung im Nervensystem. Die Atmung kann fehlfunktionieren, Hyperventilation im Stress oder eine ganz, ganz flache, ruhige Atmung in der Anspannungssituation. Natürlich reagiert das Herz-Kreislauf-System auf die Nervenlage über Puls und Blutdruck. Unser Stoffwechsel, die Ausschüttung der Sekrete, die Ausschüttung der Hormone wird alles über das Nervensystem beeinflusst. Und natürlich gibt es verschiedene entzündliche Erkrankungen, die durch Stress hervorgerufen werden können. Und mit Stress oder mit Anspannung im Nervensystem bringen die allermeisten diese psychologischen Auswirkungen in Verbindung. Da gibt es so Plus-Symptome, also irgendwas, was mit dazukommt, was stärker wird. Das kann die Gereiztheit sein, das kann eine Gedankenflut sein, dass man sich viel Sorgen macht, dass man den Kopf gar nicht mehr ruhig bekommt oder irgendwelche emotionalen Ausbrüche.
dass man vermehrt Wut spürt oder Ängste verspürt, bis hin zur Panik, Trauer oder vielleicht sogar Ekel. Und wie ich später im Vortrag noch erläutern wird, sind diese emotionalen Reaktionen häufig völlig unverständlich für die Betroffenen. Also sie können gar nicht einen direkten Zusammenhang herstellen, warum sie zum Beispiel in bestimmten Situationen Ekel empfinden. Auf der anderen Seite gibt es diese Minussymptomatik, dass gewisse Emotionen oder Prozesse der Psychologie weniger oder schlechter funktionieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel keinen Zugang mehr zu unserem Körper, zu unseren Emotionen, fühlen uns depressiv, wobei depressiv ja jetzt wieder kein richtiges Gefühl ist, sondern für viele eher so die Wahrnehmung, dass man sich selber nicht mehr richtig wahrnimmt, keine Energie, keine Freude spürt. Rückzug kann so eine Symptomatik sein. Hilflosigkeit, Resignation, Aufgeben, Erstarren, das ganze Leben wirkt wie gelähmt oder dass man sich bewusst oder unbewusst entweder mit Hilfe von Drogen distanziert von seinem eigenen Leben oder dass man sich, der Fachbegriff heißt Dissoziation, das heißt, dass man sich von verschiedenen Wahrnehmungskanälen einfach abkoppelt. Ja, von seinem Körper abkoppelt, man spürt sich nicht mehr richtig, von seinen Emotionen abkoppelt. Ja, auf dem nächsten Chart, und damit arbeite ich sehr, sehr viel mit Patienten auch, zeige ich so eine ganz normale Erregungskurve auf, denn es ist völlig normal und sinnvoll, dass unser Nervensystem erregbar ist. So. Die meisten wünschen sich so diesen grünen Bereich der Freude, der Ruhe, Frieden mit sich selber sein oder ganz bei sich in seiner Mitte sein oder keine Ahnung, wie du das jetzt formulierst. Dieser grüne Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass wir häufig diese Formulierung verwenden, ich will jetzt Sport machen, ich will jetzt Freunde treffen. Wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, ist anatomisch gesehen der ventrale, also der bauchseitige Vagusnerv aktiv und der sorgt für die Durchblutung und Peristaltik in den Organen im Darm, sorgt für eine ruhige Atmung, für regenerative Prozesse, dass das Immunsystem gut arbeiten kann, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, dass auch nicht lebensnotwendige Bereiche des Körpers wie die Fingerspitzen durchblutet werden und sorgt vor allem für die Fähigkeit, mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen oder in Bindung zu gehen. Der ventrale Vagus sorgt auch dafür, dass ein anderer Nervenast, der Sympathikus, ja, gedrosselt wird, dass der sich eher beruhigt. Und das ist das, was bei dem roten Bereich aktiviert wird, der Sympathikus, der Stressnerv, der uns in Kampf- oder Fluchtbereitschaft bringt. In bestimmten Situationen ist es total sinnvoll, wenn wir zum Beispiel auf die Straße gehen und einen großen LKW rollt heran und wir erkennen, oh, da ist Gefahr, dann sollten wir ganz schnell Blut und Energie für die Muskeln zur Verfügung haben. Die Reflexe müssen anspringen, dass wir uns außer Gefahr bringen können. Oder wenn irgendein Angreifer, wir haben eine kleine Miezekatze, das ist auch so ein Angreifer, wenn die mich anhechtet und auf mich beißt, dann ist vielleicht auch ganz gut, dass ich die mal anfauche und in dieser Katzensprache ihr deutlich durch Wut signalisiere, dass das nicht die richtige Reaktion ist. Emotional ist dieser Bereich also entweder mit Angst verbunden, die uns dann in die Flucht schlagen lässt oder mit Wut, Aggression verbunden, die uns eher in Richtung Angreifen bringt. Sprachlich sind es die Momente, wo wir im ersten Schritt sagen, ich kann zum Beispiel meiner Katze eine Grenze setzen, wenn wir dauerhafter oder intensiver in diesen Bereich hineinrauschen, dann formulieren wir gern mit ich muss vor dem LKW davonhüpfen, weil sonst würde er mich ja überfahren.
Und vielleicht klingeln beim einen oder anderen jetzt schon die Glocken, wie häufig verwende ich in meinem Leben noch den Begriff ich will und wie häufig verwende ich den Begriff ich muss. Wenn der Sympathikus aktiviert ist, dann wird er unsere Muskeln in Anspannung versetzen, den Blutdruck steigern, die Herzrate hochfahren, Stresshormone werden ausgeschüttet, vor allem wenn es jetzt kein akuter Schock ist, sondern eher eine Dauerstresssituation, vor allem das Cortisol. Und das unterdrückt dann wiederum das Immunsystem. Die Immunantwort fährt runter. Der Blutzucker steigt natürlich, das Insulin wird runtergefahren, die Verdauung schränkt sich ein, die Atmung schränkt sich ein und wird kurzatmig und mit Bindung und liebevoll zueinander sein wird schwierig in diesem Moment. Das kennen wir wahrscheinlich alle in Beziehungen, wenn wir in so einer Flucht oder auch Angriffslaune sind, dann wird es schwierig, den anderen in so einem emotionalen Zustand in den Arm zu nehmen. Ja, und wenn Flucht oder Angriff erfolglos erscheinen oder der Reiz, und den wir nachher noch genauer erläutern, wenn der extrem hoch wird, dann kommt das Nervensystem in die Situation, dass es sagt, ich kann nicht anders, ich gebe auf. Ich habe das die Woche erlebt, wir haben Mäuse bei uns in der Garage und ich habe die Garage aufgeräumt und dann lag da eine tote Maus, dachte ich. Und dann habe ich weiter aufgeräumt und dann war die Maus weg. Also die war nicht tot, sondern die hat sich erfolgreich totgestellt. Und die hatte wohl so große Angst, jetzt von mir gefressen zu werden, dass die sagt, wegrennen bringt nichts. Und dann ist die vollkommen erstarrt. Die lag da wie so ein Klotz und ich bin auch noch mit dem Stecken hin und habe sie rumgeschubst, ob die wirklich tot ist. Die war offensichtlich tot. Ja, und 10 Minuten später war sie weg. Als Mensch, wenn wir sowas erleben, dann ist es ein ja, Erstarren oder eben auch Erschlaffen, dieses Aufgeben. Man erlebt es eben als ja, diese depressive Phase, die Phase des Rückzugs und Abkoppelns, eine völlige Hilflosigkeit, Resignation, innere Resignation. Und auch das hat eben eine körperliche Ebene und ein spezieller Nervenast, nämlich der Rückenast des Vagusnervs, der dorsale Vagus wird hier aktiviert und der Körper kommt über die Erstarrung irgendwann in die Erschlaffung. Die ganzen Energiereserven werden runtergefahren, man kommt in eine ja, völlige Energielosigkeit, der Blutdruck sinkt, die Temperatur sinkt, der Gesichtsausdruck ist eingefroren oder tot. Auch die Stimme wird sehr langweilig und zurückgezogen, Libido lässt nach und so weiter. So, und wie Sie auf der Kurve vielleicht sehen, geht es nicht nur bergauf aus dem roten in den blauen Bereich, sondern hoffentlich wie bei meiner Maus in der Garage auch wieder zurück ins Leben. Man taut nämlich unter Umständen wieder auf, wenn die Gefahr nachlässt und dann kommen wir wieder erstmal in den roten Bereich. Wenn wir lang im blauen Bereich waren, in so einer depressiven Phase, wenn die mal länger andauert, dann empfinden das die meisten erstmal als sehr unangenehm, wieder in den roten Bereich zu gehen. Und sie schildern mir in der Praxis dann, dass sie sagen, Mensch, es wird jetzt alles viel, viel schlimmer. Aber eigentlich wird es nicht schlimmer, sondern es wird wieder fühlbarer. Also wir kommen wieder in Kontakt mit unseren ganzen Empfindungen, Körperempfindungen und auch emotionalen Bewegungen. Und dadurch wird es erstmal natürlich anstrengender, um dann hoffentlich irgendwann wieder in diesem grünen Bereich der Freude zu landen. Und soweit ist es ein ganz normaler Stressablauf, je nachdem, wie intensiv der ist und je nachdem, wie sehr mein Körper mit diesem Stress auch umgehen kann. Schlimm für den Einzelnen wird es vor allem dann, wenn diese Kurve gebremst wird, wenn die aufgehalten wird und wenn die nicht vollständig ablaufen kann. Also die Maus zum Beispiel, wenn die aufwachen würde und ich hätte wie die Katze der Maus gelauert, bis die aufwacht und dann greife ich sie wieder an und wieder und wieder. Und vielleicht kennen Sie das Phänomen, dass die Katze die Maus eigentlich gar nicht töten muss, sondern die spielt so lange mit der Maus, bis die einen Herzinfarkt bekommt. Also bis der Stresslevel so hoch wird und sich das System immer weiter hochschaukelt, dass dann irgendwann wirklich der Tod eintritt, ohne dass die Katze die Maus totbeißen muss.
Und darüber, über diese unvollständigen Stressantworten, werden wir nachher auch nochmal reden. Alles, was ich gerade erzählt habe, läuft nicht in unserem Verstand ab. Und das ist was ganz, ganz Zentrales, weil die meisten, mit denen ich rede, glauben, dass Stress im Verstand stattfindet, also im Großhirn, im Neokortex. Wobei das völliger Quatsch ist. Der Verstand bekommt im besten Fall den Stress mit und bekommt den Auslöser des Stresses im besten Fall mit. In ganz, ganz vielen Fällen kennen wir aber weder den Auslöser noch sind wir im Kontakt mit diesen Stressreaktionen. Also ich spreche aus Erfahrung in der Praxis, dass die meisten diese Prozesse noch gar nicht so richtig begriffen haben, was da im Körper losgeht. Und das ist ganz natürlich, weil diese Stressreaktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, eben in anderen Gehirnarealen stattfinden, nämlich entweder auf der allertiefsten Steuerungsebene hier im Hirnstamm, wo es um ja, Kampf- und Fluchtmechanismen geht, um reflexartige Bewegungen, um Atemgeschwindigkeit, Blutdruckregulation, also Körpersteuerung ganz allgemein. Oder die Stressreaktion hat was Emotionales, dann geht es ums limbische System des Gehirns, aber auf unsere Gefühle bewusst einzuwirken, funktioniert eben auch eher ja, bedingt. Das Gemeine ist, dass dieser Bereich 1 und 2, diese sehr alten Gehirnareale, die wir bei Reptilien oder auch bei anderen Säugetieren dann finden können, dass die ungefähr 40.000 Mal so schnell arbeiten wie der Neokortex, also dieser Bereich 3, in dem der Verstand und die Vernunft, der Wille angesiedelt sind. Super interessant. Habe ich letzte Woche was Neues mitbekommen, dass in einem oder in so neurologischen Versuchen gezeigt wurde, dass das Greifen nach einer Tasse zum Beispiel, dass wir ja willentlich tun, also und der menschliche Wille greift zur Tasse Tee, ich will Tee trinken. Ich glaube, so nehmen die meisten von uns das Trinken einer Tasse Tee wahr, dass ich das selber entschieden habe. Wenn man parallel aber die Hirnströme misst, dann sieht man, dass die Neuronen, die die Bewegung steuern, schon längst am Arbeiten sind und erst danach die Areale im Neokortex aktiviert werden, die für Wille stehen. Das heißt, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, dass der menschliche Wille eigentlich eher untergeordnet ist. In der Psychologie sagt man, dass der Wille die Ich-Identifikation, dass das ein Konstrukt ist für unser Gehirn, das auf irgendeine Art hilfreich ist. Aber viele von uns kennen auch, wie sehr uns dieses Konzept des Ichs und des Willens im Weg stehen kann. Ja, wir bleiben ganz kurz auf dieser ja, medizinischen, neurologischen Ebene, weil wahrscheinlich fragt sich der ein oder andere, ja, wie werde ich denn jetzt entspannt oder glücklich? Und die Antwort ist ganz simpel, weil im Gehirn gibt es eine Instanz, die uns hier zu diesem Bereich, zu diesem grünen Bereich, habe ich es vorher genannt, in das soziale Engagement führen. Und die Antwort ist ganz simpel, es muss sicher sein. Das heißt, sobald das Gehirn Sicherheit registriert, entspannt sich unser Körper. Ja, vielleicht kann es der ein oder andere wahrnehmen in dem Vortrag, den ich jetzt hier gerade halte, dass man sich hier einklingt und man weiß nicht, was abläuft und womöglich wird man gefilmt. Und kaum hat man sich orientiert, und der Markus Ruppert erzählt, dass niemand hier sichtbar ist, außer er selber, beruhigt sich das System und man kann durchatmen und sagen, boah, heute sieht mich hier keiner und ich bin in meinem sicheren Raum zu Hause, in der Anonymität und das System entspannt sich wieder. Also die Antwort ist simpel. Wer sich entspannen will, braucht Sicherheit. Wer mich in Seminaren kennt, das ist das oberste Prinzip meiner Seminare, Sicherheit zu vermitteln. Und in Seminaren beginne ich immer mit Orientierung. Ob das jetzt ein Vortragsseminar ist, wo ich an der Tür stehe und jeden einzelnen Teilnehmer per Handschlag begrüße, damit er sich an mir orientieren kann und feststellt, das ist der Markus Ruppert, hier bin ich richtig.
Oder ob das in irgendwelchen Erfahrungsseminaren ist, wo wir erstmal durch den Raum laufen dann und uns umgucken, wer ist alles da, wo ist der Raum, wo ist die Toilette, sodass wir uns in Raum orientieren. In Sitzungen, in der Praxis gibt es oft eine zeitliche Orientierung, dass wenn jemand abdriftet, dass Sie zum Beispiel heute nochmal erwähnen, heute ist Montag, der 18. Januar 2021, wir haben jetzt 19 Uhr. Ich habe jetzt keine Uhr, 19:45 Uhr, also irgendwann am Abend. Und dann merke ich schon, wenn ich das so ausspreche, boah, fährt mein System runter, weil es einfach Orientierung bekommt. Sicherheit ist natürlich sehr viel vielschichtiger und kann auf vielen Ebenen erreicht werden, wenn wir verstehen, wo Unsicherheit entsteht. Unsicherheit oder gar Gefahr, wenn entsteht, dann sagt die Amygdala, diese Einheit im Gehirn, dass eben eine Stressreaktion ausgelöst wird, der Sympathikus aktiviert wird und wir in Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Alles, was wir nicht kennen, alles Unbekannte, alles Neue, ist erstmal potenziell gefährlich, weshalb alles, was wir erleben, immer wieder durchs Raster der Erinnerungen läuft. Unser Gehirn speichert unheimlich viel Informationen und je nachdem, wie wichtig, also wie bedrohlich, wie emotional aufgeladen eine Situation war, umso intensiver wird es im Gehirn gespeichert. In diesem Bild habe ich das jetzt mal mit diesen Energieblasen dargestellt. Also ein schwerer Autounfall, bei dem der Ehemann und das Kind stirbt, kann man sich vorstellen, das ist ein furchtbares Ereignis. Das wird man so schnell nicht vergessen. Das wird man gar nicht vergessen. Das haben wir uns hinter die Löffel geschrieben. Dieser Begriff hinter die Löffel schreiben, also hinter die Ohren schreiben, der kommt aus der Landwirtschaft. Als die Grundstücke abgesteckt werden mussten, hat man so, wie sagt man denn, so Pfeiler in die Erde geschlagen damals oder eben Steine gesetzt, Grenzsteine gesetzt. Und damit nicht vergessen wurde, wo die sind, haben die den Jüngsten aus der Familie mitgenommen, wo dieser Grenzstein gesetzt wurde, und die haben den tierisch verdroschen. Das wird der nicht vergessen, wo das war. So diese Energieblasen, diese Speicherungen im Hirn, die können unterschiedlich strukturiert sein. Ein völlig unemotionales Erlebnis wird differenziert gespeichert. Also diesen Vortrag zum Beispiel, den Sie jetzt anhören, da werden Sie den Markus Ruppert speichern, die Information vielleicht speichern, die nächste Information werden Sie vergessen. Sie werden vielleicht sich erinnern, dass der Ruppert gerade einen Bart trägt und eine Brille auf hat. Und vielleicht können Sie sich erinnern, dass im Hintergrund Blumen zum Sehen sind und ein rotes Kissen oder eine grüne Wand. Wenn dieses Ereignis, Vortrag für Sie jetzt durch direkte Teilnahme oder Beobachtung zu einem Schreckenserlebnis wird, weil angenommen jetzt hier ein Attentäter reinläuft und mir auf brutalste Art und Weise den Kopf vom Hals abtrennt, und ich male das jetzt nicht weiter aus, aber Sie können sich diesen Schrecken vorstellen. Dann wird unter Umständen Ihr Nervensystem durch Zeugenschaft auf eine so schlimme Art und Weise überflutet, dass das Gehirn die Einzelheiten nicht mehr getrennt voneinander speichern kann und alles in eine Schublade packt und als eine Schublade abspeichert. Wie zum Beispiel Mann, Bart, Brille. Und Sie laufen 10 Jahre später durch die Stadt und ein Mann mit Bart und Brille und womöglich noch grauem Pullover läuft ihnen entgegen und das Nervensystem spult komplett die Erfahrung von damals wieder ab. Sie kennen das vielleicht, wenn man manchen Menschen begegnet, dann sagt man, oh, der ist mir total sympathisch, aber ich weiß gar nicht warum. Oder umgekehrt, Sie haben totale Ablehnung gegenüber jemandem und Sie wissen auch nicht, wo das herkommt. Und vielleicht Stunden, Tage oder Wochen später fällt Ihnen ein Mensch, jetzt weiß ich, warum die Anziehungskraft oder auch die Ablehnung zu diesem Menschen da war. Da war damals jemand in meinem Leben, der war unheimlich für mich da und die Stimme hat mich an diesen Menschen erinnert.
Und so funktioniert Gedächtnis, so funktioniert Nervensystem, dass alles, was wir erleben, ständig durch dieses alte Erfahrungsnetzwerk durchgeschleust wird, verglichen wird mit damaligen Erfahrungen und darüber in entweder diesen Bereich sicher und Entspannung oder unsicher, Vorsicht, Gefahr oder Angriff, Wut hineingeschleust wird. Die Energie, die wir benötigen, um in einer ganz schrecklichen Situation zu entkommen, ist natürlich viel, viel größer, wie bei einem Menschen, dem wir einfach gerade unsympathisch sind. Das Dumme ist, dass sich, oder das Intelligente, je nachdem, ist, dass sich diese Erfahrungsblasen, wie ich es jetzt hier dargestellt habe, die verbinden sich als Netzwerk miteinander. Und jetzt kann es sein im Leben, dass wir durch einen kleinen Trigger eine solche Blase aktivieren. Und wenn Sie in der Partnerschaft leben, dann kennen Sie es definitiv. Sie sagen ein Wort und Ihr Partner rastet total aus und Sie wissen nicht, was Sie gerade gesagt oder getan haben. Und der andere setzt Ihnen das Messer entgegen und oder zieht aus, rennt weg oder fängt schreien an oder was auch immer. Dann sind Sie sich sicher, jetzt habe ich so ein altes Traumanetzwerk, eine alte Energieblase angetriggert und das hat nichts mit mir zu tun. Ja, was muss das Nervensystem verarbeiten? Das Nervensystem verarbeitet alles, was wir über die Sinne wahrnehmen können, in uns und eben von außen. Das ist einmal der Hautsinnesreiz. Den spüren wir, wenn wir verletzt werden oder wenn Entzündungen da sind oder wenn irgendwelche Schmerzen auftauchen. Wir haben einen Temperatursinn, wir können also Hitze und Kälte wahrnehmen, wir können Druck wahrnehmen, also auch Berührung wahrnehmen. Dann gibt es Lichtreize oder Bildreize, also das Sehen, das unser Nervensystem massiv ja beeinflusst. Und vielleicht kennen Sie die Auswirkung, wenn Sie bei Nacht im Auto sitzen und Gegenverkehr haben und immer wieder diese Lichtblitze des Gegenverkehrs abbekommen, wie stark Ihr Körper in Anspannung geht beim Autofahren. Oder eben auch Lautstärke. Laute Geräusche, die das Gehör verarbeiten muss, die können uns tierisch auf die Nerven gehen. Genau wie Gerüche, Geschmäcker. Also alle Sinnesreize, die wir so aufnehmen, müssen verarbeitet werden und stoßen eben dann auf entweder Überflutung oder es gibt auch das Unterernährtsein. Also momentan kämpfen ja viele durch diese Corona-Thematik mit Geschmacks- und Geruchsverlust und die wissen, wie schmerzlich diese mangelnde Erfahrung ist. Oder in meinen Seminaren habe ich es eben ganz viel mit dem Mangel an sozialem Kontakt und mit dem Mangel an körperlicher Berührung zu tun. Und dieser Hauthunger, unter dem viele leiden, der kann ja ganz, ganz enormen Stress im System auslösen und wirkt sich aber ganz anders aus. Also wer unter Hauthunger leidet, das kann sein, dass sich dieser Hunger als ja, Sättigungshunger zeigt. Das kann sein, dass der sich in Rauchen äußert. Das kann sein, dass der sich umgekehrt in der Überaktivität im Job wieder äußert. Also die Kompensationsmechanismen sind da sehr, sehr mannigfaltig. Was reizt das Nervensystem auch noch? Das sind diese Trigger, von denen ich gerade gesprochen habe, also Auslöser, die unser Nervensystem so anpieksen können. Und wo werden wir angepiekst? Ja, wenn irgendwas gegen unser Glaubens- oder Wertesystem verstößt, also wie viele Glaubenskriege werden geführt, oder wenn wir eben so unsere persönlichen Verletzlichkeiten angepiekst wissen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ich weiß das aber besser mit dem Nervensystem, dann wird mein innerer Schlaumeier angepiekst und mein Nervensystem fährt gleich in die Höhe. Oder auch schon bei der Vorbereitung vor dem Vortrag oder die letzten 10 Minuten vor dem Vortrag, da merke ich eine brutale Anspannung in meinem System, eine Unruhe, weil ich ja auf gar keinen Fall was Falsches erzählen will oder dumm dastehen will. Ja, traumatische Erlebnisse, wenn angepiekst werden, fährt das Nervensystem unter Umständen Vollgas. Vielleicht zum besseren Verständnis, so kleine Geschichte von mir. Auslöser in meiner
ja, Stresszeit vor 5, 6 Jahren war das sehr, sehr akut bei mir. Auslöser waren damals Vitamin C-Infusionen. Und jetzt sagt mein Verstand, Vitamin C, das findest du in Südfrüchten. Also alles, was irgendwie an Südfrucht auch nur erinnert, Zitrone, Orange, Papaya und so weiter, wenn mir das zu nahe kommt in Lebensmitteln, zum Beispiel auch nur in der Apfelsaftschorle, in der Ascorbinsäure mit drin ist, also Vitamin C, dann sagt mein Nerv oder sagte mein Nervensystem damals, boah, Gefahr. Jetzt bin ich ja medizinisch gebildet und es war damals auch der Verdacht auf eine Anaphylaxie, also eine allergische Reaktion. Also koppelt mein Gehirn automatisch alle potenziellen Auslöser von Allergenen mit dieser Angst und mit diesen Körperreaktionen. Und bekannt für Allergien im Nahrungsmittelbereich sind zum Beispiel Nüsse. Und mein Gehirn sagt wieder nicht nur eine Nuss, sondern alles, was irgendwie nussig erscheint, also auch Mandeln und Erdnüsse und also anything nutty. Und dann fährt mein Körper Vollgas. Und das kenne ich jetzt tatsächlich auch nach 5, 6 Jahren noch, dass wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich überlastet bin, wenn ich schwach bin, wenn ich müde bin, schlecht geschlafen habe und 2, 3 andere Sachen dazu kamen, mein Nervensystem also eh schon aktiv ist, wenn dann zum Beispiel, Sie hören es an meiner Stimme, die macht dann zu, schon beim Drüberreden. Oder wenn dann eben tatsächlich im Salat auch Sonnenblumenkerne sind, dann sagt mein System, ups, Gefahr, iss das mal besser nicht. Und ich nehme mir die Freiheit raus, mich zu gar nichts zu zwingen. Das entspannt mich nämlich dann auch ungemein. In den allermeisten Fällen habe ich heute aber den Mut zu sterben. Ich habe das jetzt tausendfach geübt und lebe immer noch. Ja, was kratzt uns noch an? Das sind also jegliche Form von Kopplung an alte Energieblasen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und natürlich diese 5 essentiellen Grundressourcen nennen wir es. Das heißt, das sind die Themen, die Mensch zum Überleben braucht, die er aber unter Umständen in unserer Entwicklung traumatisiert wurden. Also die erste Ressource, dieses herzlich willkommen, kleines Baby, ich nehme dich in den Arm, ich bin deine Mama, ich kümmere mich um dich. Also du bist willkommen, du bist toll, wie du bist, ich liebe dich. Das Gehirn versteht es ja nur durch Körperkontakt und Herzschlag hören und Wärme und Kuscheln und nicht durch Sätze wie toller Vortrag. Das ist nämlich dann schon die Überlebensstruktur. Und da gibt es eben noch weitere Ressourcen, die wir gern in einem anderen Vortrag auch mal noch näher uns angucken können. Ja, wie beruhige ich jetzt das Nervensystem? Das interessiert natürlich auch viele. Und ganz bewusst habe ich mich nicht dafür entschieden, hier therapeutische Drogenkonzepte auszuführen, also irgendwelche beruhigenden Melissentropfen und den Tee und diese Pflanze und Johanniskraut und Magnesium und was es da nicht alles gibt. Und dieses Vitamin und jenes Vitamin, das sind für mich dann alles so therapeutische unterstützende Maßnahmen, die man treffen kann. Aber in meinen Augen ist es eben ganz essentiell, wirklich in der Tiefe des Nervensystems ja, so zu rebooten, neue Erfahrungen zuzulassen und dem Nervensystem die Impulse zu geben, damit es die Sicherheit wahrnehmen kann. Und da gehe ich jetzt mal so einen kleinen Ausflug drauf ein, ohne da jetzt auf Vollständigkeit natürlich zu beharren, weil das geht gar nicht. Die Lösungen sind ganz, ganz individuell. Ich werde eher ein paar Beispiele jetzt nennen. Auf der einen Seite gibt es eben diese Sinnesreize, wo es darum geht, hier Klarheit und die richtige Sinnesmenge auch herzustellen. Ob das jetzt bei dem Thema Körpernähe ist oder eben auch die Notwendigkeit, dass mal Distanz herrscht, ob es mehr Wärme braucht oder mehr Kälte braucht, ob der Körper Kontakt mit Wasser braucht oder ob
Gewicht ist ein ganz zentrales Thema, ob der Körper wieder runterkommen kann, indem man mehr Gewicht spürt. Da gibt es zum Beispiel diese Gewichtsdecken, sind in den letzten Monaten oder Jahren mehr und mehr in den Bekanntheitsgrad gerückt. Ich habe das bei mir in der Praxis in unterschiedlichen Ausführungen zwischen 6 und 12 Kilogramm, die man sich dann einfach auf den Körper legen kann. Manche ersticken darunter und sagen, tu mir das weg, die brauchen eben mehr Freiheit. Und andere, die schnurren dahin und das Nervensystem beruhigt sich ganz, ganz arg mit dem Gewicht. Das ist in meinen Augen auch ein möglicher Grund bei Übergewicht, dass Menschen, die sich sonst zu erregt, zu leicht fühlen, diese Schwere über das Körpergewicht möglicherweise geben. Ja, Lichtreize reduzieren ist ganz, ganz wichtig. Also abends zum Einschlafen keine Horrorfilme mit stroboskopblitzartigen Befunkungen. Das kann man auch wieder medizinisch erklären, was das im Gehirn auslöst und so weiter. Und auf der anderen Seite aber eben auch positive optische Reize und nicht den ganzen Tag in den Bildschirm starren, sondern raus in die Natur, die das natürliche Licht aufnehmen, am besten ein beruhigendes Grün des Waldes, dann haben wir die frische Luft auch gleich noch mit dabei. Was können wir uns für die Ohren Gutes tun? Man weiß um die entspannende Wirkung bestimmter klassischer Musik natürlich oder eben Vogelgezwitscher oder das Brummen meiner Katze beruhigt ganz, ganz arg. Und was mich zum Beispiel unglaublich beruhigt, ist entweder meine eigene Stimme zu hören, also jetzt hier einfach reden zu können, oder aber auch abends zum Einschlafen ein Hörbuch einfach anschalten und auf so niedrige Lautstärke zu stellen, dass ich kein Wort verstehe, aber einfach nur diese Stimme im Hintergrund zu hören, das sagt mein Babygehirn dann so, ah, Mama ist im Hintergrund, alles sicher, da kann ich schlafen. Und so weiter. Also hier kann man eben, wie gesagt, auf die Sinne einwirken. Wir können über unsere Atmung, über verschiedene Atemtechniken auf den Körper einwirken, Kohärenz erzeugen, also quasi ein im Gleichklang schwingen mit Atmung und Körper. Und ganz zentraler Aspekt zur Nervenberuhigung ist natürlich alles, was Bewegung macht, also unsere Körperkraft wahrzunehmen. Uns bewegen zu können, das ermöglicht auch die ganze Stressenergie abzubauen. Nicht umsonst gehen viele nach einem stressigen Tag dann nur zum Joggen, damit die ganze Kopfenergie jetzt in den Körper, in die Durchblutung geht und sich das System beruhigt. Schlimm ist, wenn man natürlich dann unter Zeitdruck steht und heute nochmal die noch bessere Pace rennen muss. Achtsamkeit ist ein ganz zentraler Aspekt, den ich auch in der Praxis mit vielen Patienten immer wieder schule, weil es erstmal darum geht, die Achtsamkeit des Körpers überhaupt herzustellen. Aha, ich merke, ich werde unruhig. Ah, so ist es also, wenn ich in Stress gerate. Aha, mein System gerät wohl gerade in Stress. Ich weiß gar nicht warum, aber da ist er ja, der Stress. Und die meisten blenden das eben, um zu überleben. Also ich spreche wieder die Sprache des Nervensystems. Um zu überleben, blenden viele diese ganzen Reaktionen aus. Und da kann Achtsamkeitstraining, Meditation natürlich hervorragend sein. Und wenn wir jetzt diese drei Aspekte koppeln, Atmung, Bewegung und Achtsamkeit, dann nennen wir das Qigong oder auch im Yoga. Das sind ja diese alten traditionellen Verfahren, wo genau mit diesen drei Aspekten arbeiten. Um vor allem auf Entwicklungsthemen einzugehen, schaffen wir in Seminaren diese sicheren Seinsräume, nenne ich das immer, oder auch natürlich in einem Praxissetting geht es mir immer darum, diesen Mitmenschen zu vermitteln, hey, es ist alles in Ordnung. Also egal, was da gerade abläuft, ob du Angst hast oder traurig bist oder ob du gerade kotzen könntest vor Ekel oder ob du gerade zuschlagen willst vor Wut, es ist alles in Ordnung, weil, und das ist meine zentrale Erkenntnis, das Nervensystem hat immer recht. Also das Nervensystem hat immer recht. Das befindet sich vielleicht gerade im falschen Zeitmodus und nicht im Hier und Jetzt, aber es hat die Berechtigung in Klammern gehabt. Und wenn wir dem Nervensystem auf die Schliche kommen,
dann können wir dem Nervensystem auch die passende Lösung wieder anbieten, damit es versteht, wo es denn jetzt gerade ist und kann eine andere Reaktion ablaufen lassen. Und dafür brauchen wir manchmal Menschen. Also gewisse Themen in meinem Nervensystem, die ich als Kleinstkind zum Beispiel erfahren habe, wenn die aktiv werden, wenn diese Persönlichkeitsanteile in mir aktiv werden, dann fühle ich mich jetzt auch als Mit-40er, fühle ich mich wie ein Dreijähriger. Ich kann dann nicht reden, ich kann manchmal nicht mehr formulieren. Wie fühlt sich das an? Also mir fehlt Sprache in so einem Moment und ich fühle mich genauso hilflos und ausgeliefert und verletzlich wie so Zweijähriger, Dreijähriger oder Einjähriger. Und da ist es dann ganz, ganz essentiell, dass dann so ein bewusster Mutterersatz da ist. Also ein Therapeut, eine therapeutische Begleitung oder manchmal sind es ja einfach Partner oder gute Freunde, die uns dann eben in den Arm nehmen können und sagen, hey, komm, das ist gut, lass laufen. Weinen ist in Ordnung. Oder was es halt dann in dem Moment auch immer braucht.